kriegt man zu viel, was? Ich weiß, dass er Sie gesehen hat. Ja. Kommen Sie, steigen Sie ein. Ich fahre Sie in die Stadt. Oh Mann, scheiß Regen. Das ist das Einzige, worauf man sich verlassen kann. Zigarette? Nein, danke. Was ist denn da oben los? Ist einer beim Skifahren gestorben. Entsetzlich. Dass Menschen so ein Pech haben können, was? Ja, wir leben nun mal in einer gefährlichen Welt. Mhm. Ist aber ein flotter Hirsch, den Sie hier fahren. Danke sehr. Ich habe ihn erst ziemlich neu. Mann, hat der eine Menge Knöpfe. Brauchen Sie einen Pilotenschein, um den zu fahren? Wäre ganz ulkig. Aber es ist eigentlich alles ganz übersichtlich. Das da zum Beispiel, das ist die Hupe. Die Stadthupe. Das ist die Überlandfanfare. Hat einen Haufen Schnickschnack. Klasse. Was es nicht alles gibt. Die Leutchen da vorne scheinen eine Panne zu haben. Das sieht so aus, als hätte ich heute meinen Samaritertag. Stört sich doch nicht, wenn ich anhalte. Doch, es stört mich sogar sehr. Also keine Faxen. Weiterfahren. Zeig mir noch einen anderen Trick, Kumpel. Zeig ihn mir jetzt! Angeschissen, Freunde! Dürfte ich jetzt das Essen servieren? Nein, danke. Ich glaube, der Appetit ist mir vergangen. Danke. Es war sehr hübsch. Aussteigen. Warum soll ich mir die Füße dreckig machen? Steig aus, du Clown. Los! Okay, stehen bleiben. Gib mir deine Waffe. Und jetzt die Brieftasche. Was soll das? Willst du mich verarschen? Bist du dieser Raymond Regulia? Ja. Nicht Rex Regulia? Ja. Aus dem hübschen Detroit? Hey, Rex. War die für mich? Nein, nein. Ich bin Diabetiker. Wie ich sehe, haben wir einen gemeinsamen Freund. Wen? Wer ist das? Wer denn? Na, der hier, Hanky, verdammt nochmal. Kenne ich nicht den Typ. Ich meine, den habe ich noch niemals gesehen, in meinem Leben nicht. Ich weiß nicht, was das da drin zu suchen hat. Hey, warte mal. Das ist gar nicht mein Koffer. Okay, marschier los. Wohin? Nicht fragen, Kumpel, gehen. Können wir das nicht in der Stadt erledigen? Nein, können wir nicht. Wohin gehen wir? Schön in der Mitte bleiben. Was hast du mit Henke gemacht? Geh weiter! Ich habe ihm eine Spritze verpasst. Was für eine? Weiß ich nicht. Wer hat dich angeheuert, Rex? Weiß ich auch nicht. Ich kenne die Leute nicht. Ich habe nur einen Auftrag ausgeführt, das alles. Was wolltest du denn gerade mit mir anstellen, Herzchen? Mich ausliefern oder mich in einen toten Briefkasten deponieren? Nein, nein. Hör mal, Freund, ich mache keine schlimmen Sachen. Rex, was hattest du mit mir vor? Naja, ich wollte dich an die Männer da auf der Straße ausliefern. Wer sind diese Männer? Ich weiß es nicht. Ausländer. Keine Ahnung. Ich glaube, du weißt eine ganze Menge. Dieselben Leute, an die du Henke übergeben hast? Nein. Das waren andere.
Geh rüber, ganz an den Rand. Na los, mach schon, geh an den Rand. Das konnten wir nicht in der Stadt machen, was? Sag mal, du denkst wohl, ich mache einen Scherz, oder? Du glaubst wohl, ich schick dich nicht zu den Fischen, oder? Hier, um die Aussicht zu genießen, oder was? Okay, bleib jetzt stehen. Und jetzt ein bisschen nach rechts. Na, mach schon! Mann, jetzt ist aber genug, ja? Du bist ja völlig verrückt, weißt du das? Beweg dich, Rex. Okay, ich gehe ja schon. Ich gehe schon. Scheiße, verdammt. So, weiter. Was ist los mit dir? Du bist ein Bulle, du weißt, wie Jungs wie ich arbeiten. Ich bin sowas wie ein Geschäftsmann. Ich kriege einen Auftrag, ich führe den Auftrag aus und mache die Ablieferung. Was weiß ich an wen? Eine Adresse, ein Treffpunkt, das ist alles, was ich erfahre. Erzähl mir nicht so einen Hühnerscheiß, sag mir nur die Namen. Verdammt nochmal, selbst wenn ich sie wüsste, könnte ich sie nicht aussprechen. Geschweige mich dran erinnern. Versuch es nur. Ich will dir was sagen. Junge, ich bekomme 30 Riesen für diesen Job. Die kannst du haben. Ja, ich gebe sie dir. Na komm schon, bist du nicht scharf auf 30 Riesen? 30 Riesen kriegst du nicht in deinen verdammten Dienstjahren zusammen. Schätzchen, ich habe eine Verabredung zum Essen. Sag die Namen oder schwimm. Los, mach schon! Ich weiß diese Verfluchung! Tim hat vorhin angerufen. Sag ihm, ich bin gestorben. Wagen. Wir treffen uns im Labor. Hallo, Brian. Hallo. Steig ein. Ja. Fahr hinter dem Wagen her. Ich habe nachher eine Verabredung in der Stadt. Okay, Mitch, ich warte. City Analyst Lab? Ja, ja, einen Moment bitte. Ich glaube, es ist für Sie. Hallo? Hallo. Miss Kirschhoff nimmt keine Anrufe von Corporal Shaver entgegen. Ja, ist hier neben mir. Warten Sie einen Moment. Bonja lässt dich grüßen. Der Mann aus der Kraftfahrzeugabteilung. Ach, danke. Ja? Richtig. Ist klar. Danke. Na? Der Jensen ist auf dem falschen Namen zugelassen. Der jemand mit dem falschen Namen hat auch noch eine falsche Adresse. Gestohlen? Er ist erst vor einer Woche gekauft worden. Na, wird ja nicht schwierig sein, ihn zurückzuverfolgen, ne? Was sagt denn das Labor über die Injektionsspritze? Ketamin. So 800 Milligramm. Was für eine Wirkung soll das Zeug haben? Totaler Ausfall. Man kann jemanden Kopf abschneiden, ohne dass der was merkt. Dachte ich mir. Oh, ihr habt ja eine neue Leiche, wie ich sehe. Ja, unser Freund aus den Bergen. Nein, im Ernst? Also war es ein Mord, ja? Ja. Hast du irgendwas für mich rausgefunden? Also bisher nur die Adresse von Commander Peterpiece. Hotel Europe, Maple Green Square. Immerhin was. Wenn Sie Henke geschnappt haben, warum belästigen Sie dann dich? Wer weiß. Es kann auch sein, dass die mich belästigen, nicht dieselben sind, die Henke am Kragen hat. Vielleicht ist das alles eine Intrige von McDermott. Meinst du das? Um sich dafür zu rächen, dass du sein Auge blau geküsst hast. Oh, geküsst. Geküsst.